So. Wie viele Fliegen haben wir? Zwei? Oh, Backe, wir werden so auf den Sack bekommen. Aber was soll's. Komm. Ich sollte ja unbedingt nochmal fliegen. Jetzt kann ich mir auf den Sack hauen lassen. 4 gegen 2. Das werden wir nicht gut ausnehmen. Die Bande erstmal zu, das sind die Paratrooper. Fliegen wir erstmal an allen vorbei. Schaffen wir uns mal einen Überblick. Er ist schon hinterher, da müssen wir nochmal beidrehen. So, ich habe mir die MiG jetzt hier mal geholt, weil ich immer noch darauf setze, auf meine Schnelligkeit. Das ist nicht unbedingt die beste Taktik. So. Aber heute kriegen wir auf die Fresse, das kann ich garantieren. Mann von meinem Kollegen wegzukriegen. Jetzt muss ich abtauchen, weil ich jetzt selber unter Geschuss berate. Hätte ich gerne noch eine mitgegeben. So, bei 4 Leuten. Weg. Nichts wie weg. Die Leute irgendwie beschäftigen, damit unsere Leute verteidigen können. Weil sonst bomben die in die Hölle. Mit der MiG spiele ich meinen einzigen Vorteil aus. Ich bin kein Superflieger, aber ich weiß, wie ich den Gegner beschäftigen kann. Mit einfachen Mitteln versuchen, den Gegner in Bedrängnis zu bringen. Ne? Wenn man was nicht kann, muss man damit arbeiten, mit dem, was man hat. So, ich hasse diese Befehlsdings. Seitlich rein. Jawohl. Einmal kurz am Flügel angekratzt. Beide tot. Nice. So, wenn wir natürlich jetzt Pech haben. Hier ist jedes Unentschieden ein Sieg, weil der Gegner mehr Leute hat. Also mehr Flieger. Wir haben hier, wir haben 2, der Gegner hat 4. Schön gern, schön mittig über Schlachtfeld, damit der Gegner uns gut sehen kann. 2, noch einer da unten. Bin einer bei von denen? Ja, so ein bisschen. Da schütten wir mal kurz hinter den Bäumen und tauchen dann gleich wieder auf. Nehmen wir uns den vor. Nicht ganz so schön, oder nehmen wir uns den vor. Dann sind wir ein bisschen ab, wir fallen hier noch nicht auf. Ach, der Kurvenkampf jetzt. Den Kurvenkampf finde ich einfach zu lahmarschig. Und jetzt habe ich nicht genug Geschwindigkeit, deswegen muss ich abdrehen. Jetzt kriege ich die Rolle nicht hin. Der Drecksack natürlich hinter mir, aber ich fliege einfach geradeaus und bin dann mal weg. Ne? Die Messerschmitt ist in dem Fall wendiger, aber ich bin schneller. Das schnellste Flugzeug auf dem Spielfeld. So. Nur Nadelstiche setzen und hoffen, dass wir damit durchkommen. Schon dreimal drauf gegangen. Ja, da muss man einfach mal behutsam angehen. Man kann ja nicht irgendwie
versuchen auf jeden loszugehen. Lieber manchmal wegfliegen ist mehr, als versuchen hier unbedingt irgendwen abzuschießen. Ich habe noch keinen Treffer abbekommen, obwohl der Gegner mit 4 Flugzeugen fliegt, ne? Aber ich schieße ja zum Glück auch nicht auf jeden. Da sammelt sich nämlich die ganze Traube. Mittlerweile sind schon 5 gegnerische Flieger. Ne? Doch, sind 5. Jetzt suchen wir uns einen aus. Wenn wir den hier mitgenommen hätten, ich sag dir, Freundchen. Das ist der Paraflieger, auf den lohnt es sich zu schießen. Wir kreisen hier gerade zu viel. Wir müssen wieder weg. Ich komme nicht dazu in eine gute Position. Ich schieße nur, wenn ich meine, dass ich jetzt jemanden treffen könnte. So, hinterm Berg verschwunden. Sind wir kurz bei und hoffen, dass er nicht hinterherkommt. Der sieht mich nicht. So, der zieht hier gerade die Meute voll auf sich. Kommt, bist du schneller. Jawohl, und weg. Weg, 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 weg. Das war gut gespielt, obwohl 3 gegnerische Flugzeuge um mich drum waren. So, wir ziehen ab. Und gucken uns die Seite, ne, gucken uns die Sache wieder von der Seite an. Keiner da. Cool bleiben. Einen nach dem anderen vornehmen. Ziel aussuchen. Jetzt fliege ich mit dem anderen Kollegen mit. Wenigstens mal ein Treffer. Ich mache halt wenig Schaden mit dem Teil, ne? Der ist nicht unbedingt der absolute Killer. Und da kommen wir nicht mehr hoch, ey. Ich krieg's nicht mehr hin. Keine Ahnung, manchmal habe ich keine Drehung mehr drin, dass ich nicht mehr hochkomme. Obwohl ich mit Vollspeed fliege, dass ich eigentlich genug Schwung haben müsste, dass ich eigentlich nicht abstürzen kann. Mal wieder gucken, dass ich nicht in den Gegner reinfliege. Jetzt muss ich Gas geben, weil der andere schon wieder verfolgt wird. Der rechts hat mich nicht gesehen. Klemmen wir uns hinter den. Wir müssen aus dem Schussdistanz kommen. Wenig, ne, kann das sein? Obwohl ich da voll drauf halte. Sehen wir, schneller ist. Der hinter mir. Treib ihn nicht. Der Junge hier runtergeht. Ich kann mich nicht mehr wehren. Ich kann nicht mehr fliegen. Und jetzt bin ich tot. Das überlebe ich nicht.
Angeles hin. Dann ziehen wir uns zurück. Wegfliegen auf den eigenen Mann zu und weg. Gas geben, so weit wie möglich noch vom Spielfeld entfernen, den anderen mit rausziehen. Wenn der Gegner überleben ist, immer versuchen, so lange den Gegner aufzusplitten, wie es geht. Ich kann jetzt auch noch einen rammen, das ist auch eine Möglichkeit. Aber es bringt wesentlich mehr, wenn ich jetzt nochmal mit dem 2 Minuten wegfliege. Und ich krieg sogar noch einen Kill, weil der wahrscheinlich abgestürzt ist. So, wir haben ein starkes Flattern drin. Wir können uns jetzt nicht mehr wehren, weil links der rechts der Dings ist komplett hin. Der links geht noch. Mittlerweile haben wir jetzt auch Flugzeuge oben. Jetzt muss ich hoffen, dass ich nochmal Hilfe bekomme. Von irgendjemandem. Die kann ich nicht zufrieden. Ich muss irgendwo mal versuchen zu landen. Dass ein Ding da eine Möglichkeit hier ist. Ohne aufzufallen. Landen. Wenn ich überhaupt noch das Tempo runterkriege bis dahin. Oh shit. Nein. Ich hab's doch fast. Der Flügel war einfach hin. Ich konnte nicht mehr korrigieren. Also der Anflugwinkel, das dauert viel zu lange. Das schaffst du hier auf diesen kleinen Maps nicht zu landen. Ne, das, der Flugplatz ist viel zu klein. Ich kann ja noch nicht mittig auf dem Schlachtfeld landen. Das funktioniert ja nur nicht. Ne, da bin ich ja dann auch tot. Bin ich dem hinterher? Tempo rausnehmen. Ab. Zack, auf den nächsten los, Alter. Überall Flugzeuge. Gas geben, ich bin der schnellste hier auf dem Feld. Zack, nächstes Ziel geordnet. Und schon haben wir wieder ein Spiel, wo man sagen kann, ich kann mich wieder ein bisschen mehr bewegen. Weil der Gegner auch beschäftigt ist mit anderen Fliegern. Jetzt mal schauen, wie viele hinter mir sind. Nur einer. Kein Problem, da gehen wir jetzt hier mal kurz runter. Wir drehen uns ihm mal entgegen und schauen mal, was er macht. Nicht mehr zu sehen, weg ist er. Uns sind im Hügel geflogen. Ein Schwein, dass ich das zu spät gesehen habe. Aber ich kann da noch eine Runde drehen. Eigentlich nicht anfliegen. Der ist so hier irgendwo gelandet. Ich sehe ihn nur nicht mehr. Parafliegen, um den haben wir jetzt keine Zeit. Der fliegt dem hinterher, der fliegt dem hinterher. Und wo muss ich immer ihn hier? Zack. Haben wir diesmal die Rolle hinbekommen? Die Dreher vielmehr. Jawohl, ein Volltreffer und der Dings ist hin. Wahnsinn. Leck mich, du kriegst mich nicht. Zack. Oh.
Hügel verschwunden. Und hinterm großen Hügel liegen wir einfach weg. Zack. Idiotentaktik. Aber es funktioniert meistens. Kein Gegner zu sehen. Versuche ich mal irgendwo außen zu landen, ob ich da irgendwo hinkomme. Ich nehme mal jetzt schon das Tempo komplett raus. Vielleicht kommt jetzt keiner von der Seite irgendwo an. So, und hier will ich jetzt landen. Der Bahn. Jawohl, rollen wir doch mittig auf Schlachtfeld. Rollen wir mittig auf Schlachtfeld. Jawohl, ich drücke die ganze Zeit. Reparieren, 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 reparieren. Das ist auch nicht schlecht. Ich wette, das hat noch niemand auf der Welt geschafft. Also die Zahl muss in den Prozentsatz unter 1 fallen. Weil wer schafft das schon? Mit einem Flieger zu landen, der kurz vorm Explodieren ist. Guten Tag. Ne? Du hast mich nicht gesehen, oder? Ich stehe halbmittig auf dem Schlachtfeld. Eine Bombe, ich bin weg. Du siehst mich nicht. Zack, One-Shot, kein Problem. Ich sag ja, du wirst sofort... Ich weiß nicht, wie die Leute das immer hinkriegen, dass sie einen sofort sehen. Weil wenn ich, ne, wie gesagt, ich sehe den da unten, da habe ich gar nicht den Anflugwinkel, da überhaupt jemanden, ne, abzuknallen. Das ist überhaupt nicht machbar. Ich glaube, die haben die Grafik komplett auf schwarz-weiß runtergestellt, damit du das überhaupt siehst, wo ein Gegner ist. Weil du siehst sonst nichts. Ne? Das ist einfach echt lächerlich. Schnell mal angeflogen, genau gewusst, wo ich bin. Oder sitzen natürlich wieder 30 Mann zusammen, alle im DS. Hat ihm gesagt, ja, der sitzt da. Weil bis der wieder angeflogen wäre, muss auch die richtige Stelle wiederfinden. Und es fliegen auch noch 10 andere Flugzeuge hier umher. Aber es scheinen ja alles Leute zu sein, die haben alle ein fotografisches Gedächtnis, alles kein Problem. Zack, runter, drehen, drehen, drehen. Ich krieg diese Scheißdrehung nicht hin. Auch nicht schlecht. So, bis jetzt haben wir noch nicht viel geleistet. Kommen wir auch nicht viel. Wie Flugzeuge haben wir denn jetzt? Ja, das ist immer schwer zu sehen, weil die anderen Infanterie immer spielen. Nach den ganzen Orden haben wir jetzt 4. Die anderen haben 8 Flieger auf dem Feld. Also doppelt so viele wie wir. So spielen wir noch eine Runde Infanterie. Also damit habe ich noch ganz akzeptabel gespielt. 4 zu 3, der andere hat oben 5 zu 10. Wenn du halt eben mehr Flugzeuge abschießt, bist du halt besser dran. Ich kann mich jetzt in die Flak hocken. Bei 50% der Gegner als Flieger ist der Wahnsinn. Also es mag ja sein, dass ich wirklich nicht der beste Mann auf dem Feld bin als Flieger. Aber sich zu konzentrieren darauf... Wo ist der Feind? Wo sind die ganzen Feindflieger? Das sind 8 Stück. Wer sich das schon mal merken kann, wo die alle halbwegs positioniert sind, der ist schon mal ziemlich gut. Ne? Wenn man dann natürlich noch unten nebenbei bomben kann und dann noch rauskriegt, wo gerade wer gelandet ist, also die Map komplett fotografisch im Kopf hat. Ne? Ist das unsere Flak? Ja, sieht so aus. Gerade noch wer geschossen. Der zu schnell. Reparieren wir das Ding mal ganz kurz ein bisschen. Damit, wenn wir hier qualmen, hier auch was sehen. Halt so auf die Flugzeuge, das kann ich sowieso besser. Zudem ist es sicher kein. Ich hab's gemacht, da komme ich gleich wieder. Ha! Spaß! Jawohl, und der nächste Flieger. Warte mal, der kommt. Hinschmeißen, hinschmeißen, hinschmeißen.
Ja, ist ja gut, Mann. Ich leg mich ja schon hin. Ein Glück haben die hier Medkit hingehauen. Alter Junge. Ich gehe hier weg. Der weiß nicht, dass ich da bin. Komm, Linke. Das mach ich. Ich mach hier den Deppenjob. Junge, Plack ist das Spiel. Raus, 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 weg, 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 weg. Wow, Alter. Ich hätte mir mal ein MG einpacken sollen. Alter Packer, wie viele. Und die halten jetzt den Punkt da. Jawohl, und für jeden beschissenen Punkt, den du Schaden gemacht hast. Ach ja, wir haben keine Munition mehr. Stimmt ja, da war ja was. Wir haben ja bloß ein Magazin mit dem Teil hier mit. Nochmal ein Flugzeug zerstört. Ich habe jetzt mehr Flugzeuge am Boden schon was zerstört. Jetzt hat Dings. Jawohl, ich hab nichts mehr. Komm, wir greifen mal an. Ich habe noch einen Verstellschlüssel. Wenn jetzt den Punkt damit eingenommen kommt, bin ich der König. Definitiv. Ich habe jetzt schon mehr geleistet als Flieger. Herzlichen Glückwunsch. Hat's einen Piloten abgeschossen. Na, kriegst du es hin? 3 Schuss, 4 Schuss. Wahnsinn. Ganzes Magazin verbraucht für einen Mann, der sich nicht wehren kann. Nicht schlecht. Immerhin. Trefferquote für 25%. Ach nee, 20%. Entschuldigung. Du hast ja viermal daneben geschossen. Habe ich ja ganz vergessen. Der Drecksack. Soll ich mal probieren? Das wäre jetzt lächerlich gewesen, wenn ich ihn getroffen hätte, aber lustig wäre schon. Komm, schmeißen wir die anderen Bomben weg, dann können wir wieder aufladen. Hier sind wir auf dem Paraflieger. Treffen wir zwar nicht, aber ist auch egal. So, muss ich den gegnerischen Flieger? Jetzt weg, ne? Gut. Sicher, sicher, erstmal draufhalten. Wie viel hat denn der Gegner noch? 11. So. Gerade nicht zu sehen. Wo sind die hin? Guck ich wieder, wie das ein Eichhörnchen ins Nuss geklaut wurde. War das nicht so, dass er eben gerade seinen eigenen Paraflieger abgeschossen hat? Gehen wir mal dem eigenen Mann hinterher. Oh. Das ist unser Paraflieger, dem fliegt doch keiner hinterher. Mir auch nicht. Wir haben geschossen, natürlich besser wie ich. Alter, ich treffe ihn dann volle Variante. Alles ausgefallen, wir können uns nicht mehr wehren. Nur noch Sturzflug runter. Versuchen zu entkommen. Mit 3 AP. Kommt schon hinter den Hügel, zack. Ja, mein Freund, wir fliegen jetzt noch eine Runde. Allein, du und ich. Wieder weg. Ich bin ein Genie. Nicht wirklich, aber wo
Wow, Alter. Ich kann hier nicht mehr steuern. Oh, scheiße, der Drecksack ist noch hinter mir. Der will den Abschuss. Ich flieg. Flieg. Flieg wie ein Flieger. Flieg so schnell. Schnell wie Usain Bolt auf 100 Meter. Da, da, da. Da, da, la, 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 la. Da, da, da. Heute ist so ein schöner Tag. Haha, komm. Haha, Loser. Loser. So, wieder vom Gas gehen. Wir müssen irgendwo landen, ich weiß auch noch nicht wo, aber. Oh, shit, 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 oh, oh, oh. Oh, oh. Natürlich hast du es bis nachher angeschafft. Okay, jetzt bin ich tot. Ich habe ihn ehrlich nicht mehr gesehen, oder? Damit gerechnet. Oh. Hörst du mal auf damit! Wegfliegen, wegfliegen, only! Flieg, 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 hügel, 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 ja, 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 ja! Zack, weg! Selbst wenn er auf der Innenbahn fliegt, wird es schwierig, mich einzuholen. Na, also er muss schon sehr den Winkel schneiden, damit er mich kriegt. Na, 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 jetzt hat aber jemand Ausdauer, ja? Zack. Wieder hinter den Hügel. Wieder die Runde gedreht. Alter, ihr wisst gar nicht, wie schwer das Ding jetzt zu lenken ist. Wenn nichts mehr funktioniert. So, der hat nichts mehr, der Flieger. Ich verziehe mich. Ich brauche Hilfe. Rettet mich. Links hinter den Hügel. Wir sind alle vom PC sitzen. Lauf, Roland, lauf, Forrest, lauf! Das Ding hat quasi nichts mehr. Nein, jetzt hat er mich irgendwie eingekriegt. Ich weiß zwar nicht, wie er das noch geschafft hat. Komm, gehen wir nochmal Gas. Ausspringen. Da ist er mir jetzt wirklich 10 Minuten hinterher geflogen. Ne, geflogen. Ja, ich fluge gern. Cool wäre es jetzt, wenn wir jetzt hingegen nur Flieger gestanden hätte, der ja auch noch wartet. So, aber wir haben immer noch nicht gewonnen. Ach komm, komm, wir machen noch einen als dicke Hose gleich als Infanterist. Stellen wir uns kurz in den Punkt rein und sagen, ich bin euer Held, danke, danke. Oh, hier sitzt doch bestimmt noch irgendwo so ein schwuler Sniper, bestimmt. Ich habe überlegt, ob ich mal einen auf schwul mache und mal so spiele. So, hallo, ich bin der Roland. Das kommt bestimmt sau cool. Oh nein, bitte nicht. Bitte tu mir nicht weh. Das ist bestimmt im Schreien komisch. Guten Tag. Bei 0 im Punkt. Genau, Kfz, wozu? Oh. Natürlich! Und Headshot! Es ist einfach lächerlich geworden! Ne? Das ist einfach ein Witz geworden. Ich spiele eine Minute als Infanterist quasi. Headshot, kein Problem. Machen wir mal. Ein Schuss hat ein Infanterist auf mich abgesetzt. Ein Schuss. Trefferquote 100% Headshot. Das ist eine wahnsinnig Weltklasse-Quote. Die schafft keiner. Ich sehe wieder keinen Gegner. Es ist ja auch keiner mehr da. Ist ja auch richtig. Hinter mir kommt keiner, hoffe ich jetzt. 222 steht hier irgendwo rum. Fährt gerade weg. Weglaufen. Guckt, ist gleich eingenommen. Vergiss es, ich wusste, dass du kommst. So, 3 gegen 1, das war's jetzt. Noch eine Minute durchhalten, 10 Sekunden. Ja, wenn das Kfz mal sich reinstellen würde und mal den Punkt einnehmen würde. So.
Ich sag ja, ich bin als Flieger echt nicht gut. Es ist halt, mein Fliegen ist darauf wirklich aufgebaut, zu sagen, hey, ne, guck mal, der ist Erster geworden mit 5 zu 15, ne? Ja, Spieler, ich weiß, dass ich da bin, ich spiele auch gerade. Ne? Das ist halt eben keine super Leistung, das ist einfach nur eine Taktik von mir, möglich, wenn es im Krieg oder im Notfall mal der Fall ist, wenn wirklich ein guter Flieger da ist, den zu beschäftigen. Und das funktioniert sehr gut. Ne? Sich vor den zu setzen und zu sagen, hallo, hier bin ich. Oh, schieß mir mein Popo. Nein, Entschuldigung, ich muss da einfach mal. Aber ich finde diese Sprache einfach zu lustig. Ja, nee, aber das ist einfach nur eine Taktik, wo ich mir sage, damit kann ich den, ne? Weil, wenn einfach ein guter Flieger Zeit hat zu fliegen, dann seht ihr ja, da kann jeder gut sein. Und wenn dann noch jemand, der gut bomben kann, dazukommt, dann hat man echt ein Problem. Ne? So, ich habe jetzt hier 8000 eingenommen. Ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Ich finde es teilweise echt witzlos. Als Infanterist musst du dir den Arsch aufreißen und hier machst du gar nichts und kriegst du dafür alles Punkte. Ist der Wahnsinn. Ehrlich, muss ich wirklich zugeben. Ne? Wie gesagt, 5 zu 15 als Flieger ist jetzt nicht, ne, ich bleib mit plus minus 0, ist halt Durchschnitt. Nicht mehr und nicht weniger.